Und hier an dieser Stelle möchte ich euch jetzt noch eine ganz wichtige Botschaft geben. Wir haben unter all diese Filme, die kostenlos auf YouTube stehen, haben wir so ein Vermerk geschrieben. Und zwar ist da ein Spendenlink nach PayPal hin. Und ich habe eine ganz frohe Botschaft. Von den Tausenden, die diese Filme schon gesehen haben, zwei Leute, die haben tatsächlich Geld gespendet. Vielen lieben Dank. Und denen sind wir sehr dankbar. Okay, 3000 Leute haben den Film geschaut und zwei haben uns auf diesen Spenden-Button von YouTube etwas geschickt. Vielleicht werden das ja in Zukunft mehr. Elena und ich würden uns sehr freuen, wenn das so wäre. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir kommen jetzt zum dritten Teil des Anthony Wee-Programmes. Wir haben diesem dritten Teil die Überschrift gegeben, Extraordinary Übungen. Wir legen mal los. Das letzte war das Gegenuhrzeigersinnkreisen mit dem Rückwärtsschwimmen. Und wir haben dann nachgespürt. Und wir gehen wieder ins Nachspüren. In diesem Fall ist das Nachspüren ja ein Vorspüren. Mit der Zeit werdet ihr schon alleine, wenn ihr in diese Position geht, Energiegefühl bekommen. Aber bis dahin, ich kann euch nicht sagen, ob es ein langer oder kurzer Weg ist. Bis dahin ist es noch ein gewisser Weg. Gut. Ja, es geht dann hier weiter und zwar heben und öffnen und schließen. So, und euch fällt vielleicht auf, ich bewege den Körper dazu, weil ich immer noch im Tanzen bin. Also steht da nicht stocksteif. Und ich verbinde das Öffnen mit dem Einatmen und das Schließen mit dem Ausatmen. Und wenn ich öffne, lasse ich die Hände und Finger besonders locker. Und wenn ich schließe, straffe ich die Finger leicht. Und mit der Aufmerksamkeit bin ich im Körper sowieso, aber speziellerer Natur in den Händen, in den Handteller mitten, in den Handinnenflächen. Ich stelle mir vor, ich bewege die Hände unter Wasser. Wenn ich öffne, dann spüre ich einen leichten Widerstand außen auf den Handrücken. Und wenn ich schließe, spüre ich einen leichten Widerstand an den Handinnenflächen. Und ihr müsst euch nicht genau so schnell oder so langsam wie Elena und ich bewegen. Ihr seht, wir sind auch nicht im Gleichtakt. Das ist wichtig, dass ihr genau euren ureigenen Rhythmus findet. Noch dazu in Kombination mit der Atmung. Das Öffnen und Schließen. Einatmen, öffnen und ausatmen, schließen. Niemand sollte euch vorschreiben, du musst jetzt ein bisschen schneller atmen oder du müsstest jetzt ein bisschen langsamer atmen. Eins natürlich ist klar, das hier ist falsch. Das funktioniert nicht. Gut, und dann wechselt die Übung in diagonales Öffnen und Schließen. Auf wechselnden Diagonalen. So, hier werden viele Fehler gemacht bei dieser Übung. Insbesondere ein Fehler. Schaut mal, die Handinnenflächen zeigen immer zur anderen Handinnenfläche. Die zeigen immer zueinander, egal wie weit ich öffne. So, und der Fehler, ich zeige euch jetzt mal was Falsches, und zwar hier, da zeigen die Handinnenflächen nicht mehr zueinander. Das hier ist richtig.
Also achte darauf, dass auch beim weiteren Öffnen die Handinnenflächen immer zueinander zeigen. Das kann ich bedienen durch ein leichtes Justieren in den Handgelenken. Denn stellt euch vor, aus beiden Handinnenflächen, aus den Lagong-Punkten, kommt ein Laserstrahl, flutet ein Energiestrahl. Und diese Strahlen sollen sich bündeln. Und diese Strahlen sollen ein prall mit Energie, prall gefüllten Energieball zwischen den Händen erzeugen. Und auch hier, ich atme ein, wenn ich öffne. Und ich atme aus, wenn ich schließe. Auch nicht nur auf die obere Hand achten. Hier, das hier ist falsch, sehe ich auch sehr häufig. Da zeigen die Handflächen nicht mehr zueinander. In dieser Phase muss die untere Hand so justiert werden. So, da kann ich auch innere Bilder für gebrauchen. Stellt euch vor, wenn ich hier bin, ich halte einen Globus zwischen beiden Händen. Und die obere Hand umfasst den Nordpol und die untere Hand umfasst den Südpol. Und ich bin das Gerät, das ihr beim Globus habt, das ist dieser Halbkreisring, der den Nordpol und den Südpol hält. Dieser Arm hält den Globus. Gut, weitermachen. Gut, und noch eine dritte Methode. Wir haben dieses Basisprogramm von Anthony Wee, Großmeister Anthony Wee, modifiziert. Das heißt, wir haben die ein oder andere Kleinigkeit hinzugefügt. Und dazu gehört eben das diagonale Öffnen und Schließen und jetzt das senkrechte Öffnen und Schließen. Das waagerechte Öffnen und Schließen ist im Grundprogramm drin. Diese beiden Übungen, die wir jetzt hier gerade machen, haben wir hinzugefügt. Also wir halten jetzt den Ball senkrecht und nehmt mal die rechte Hand nach oben. Gut. Und hier ist auch wieder wichtig, dass die Hände sich genau vor der Mittelachse bewegen. Und achtet darauf, dass ihr da einigermaßen präzise seid. Ich bin in unwichtigen Details nicht so penibel. Aber hier ist es sehr wichtig, dass ihr die Handteller mitten vor der Mittelachse bewegt. Gut, ja, senkrechtes Öffnen und Schließen sagt ja schon alles. Die untere Hand bewegt sich natürlich nicht so viel ohne Wechsel. Die untere Hand bewegt sich nicht so weit wie die obere Hand. Das liegt in der Natur der Sache. Und achtet darauf, einatmend zu öffnen und ausatmend zu schließen. Und hier ist auch noch was zu sagen. Elena bleibt so stehen, ich drehe mich mal zur Seite. Und zwar, wenn ihr hebt, nehmt die Hand nicht weiter vom Körper weg, die Hand bleibt dicht am Körper. Also die obere Hand bleibt dicht am Körper für das Öffnen und Schließen. So, was geschieht denn hier? Wir haben Energieball zwischen den Händen. Und dieser Energieball, den lassen wir mit dem Einatmen und Heben größer werden. Und das kann ich mit der Zeit im Körper nachempfinden. Und diesen Energieball lassen wir beim Schließen wieder kleiner werden. Und das ist eine Kompression, die im Körper stattfindet, im Unterbauch stattfindet. Gut, jetzt wechseln wir mal die Seite. Und auch das Wechseln dieser Position,
Das überlasse ich nicht dem Zufall. Ich bleibe jetzt auf Verbindung. Und ich habe eine ganz spezielle Methode, die Hände zu wenden. Schaut, das mache ich langsam, bewusst so. Und jetzt fasse ich um. Gut. Und so reißt der Faden nicht ab. Der Faden der Energieempfindung. Und wer die Energieempfindung noch nicht hat, das sage ich einfach mal, ist völlig normal für einen Anfänger. Braucht ihr euch nicht drüber zu wundern. Das kann gegebenenfalls ein bisschen länger dauern. Gut, einatmen, öffnen und ausatmen, schließen. Also für mich ist diese Arbeit hier, das ist ein Vergnügen, weil ich unterrichte euch, ich tue meine Arbeit und ich bin im Energiegefühl. Und deshalb möchte ich für jeden anregen, werdet Qigong-Lehrer, macht eine Ausbildung bei Elena und mir. Wenn ich jetzt hier auch viel rede, Elena ist gleichgestellt. Können bei Elena genauso viel lernen wie bei mir. Mehr als die Hälfte von dem, was ich hier liefere, habe ich Elena zu verdanken. Das gehört nämlich auch zum Qigong. Respekt zeigen. Also zeigt eurem Liebsten Respekt. Und wenn er den nicht verdient, dann macht ihm die Hölle heiß oder ihr. Gut, ausatmend verkleinern und einatmend vergrößern. Was geschieht hier? Ich verdichte Energie im Unterbauch. Das geschieht hier. Ich erzeuge einen richtig straffen Energiekern im Unterbauch. Gut, wenn ich unten bin. Dieser Teil ist ein etwas längerer Teil, die extraordinären Übungen. Und zwar geht es jetzt weiter mit dem weißen Affen, der die goldenen Pfirsiche serviert, präsentiert. Die Übung ist eigentlich die lustigste in dem Programm, weil das Gewurschtel bei Anfängern, um diese Übung zu lernen, das ist naja, für einen Lehrer manchmal erheiternd. Wenn man es kann, ist es sehr einfach. Wenn man es noch nicht kann, dann braucht man ein bisschen Geduld, um es zu lernen. Und fangen wir mal so an. So, schaut. Da, ich bin jetzt der weiße Affe und ich habe auf meinen Handflächen einen großen goldenen Pfirsich zu liegen. So, und der weiße Affe, der die goldenen Pfirsiche präsentierte, das ist eine historische Begebenheit. Einer der antiken Kaiser hatte eben diesen silbernen Affen. Und wenn Staatsbesuch da war, dann servierte der dann goldene Pfirsiche. Okay, jetzt schaut einfach mal zu, die Übung ist kaum in Worte zu fassen. Warum machen wir die Übung? Nicht, weil ich ein Kunststückchen hier zeigen möchte, so nach dem Motto, schau mal, was ich kann und was du nicht kannst, sondern diese Übung aktiviert und verbessert die Funktion von den Luo- und Yuan-Punkten in der Handgelenkregion. Und diese Punkte haben die Funktion, dass sie den Level zwischen den Meridianen regulieren. So, und dann drehen wir mal andersrum. Ich bin jetzt aus dem Rhythmus. Ja, okay. Ich habe auch gerade anders abgetaucht, habe jetzt gerade mal gewechselt. Und jetzt bin ich wieder drin.
So, und weil dann viele Leute Schwierigkeiten mit der Übung haben, sag ich dann, ich habe noch zwei Übungen, die euch helfen könnten, diese Übung zu erlernen. Und die zeige ich euch jetzt. Und ich hoffe, dass sie euch dann auch tatsächlich helfen, die Übung zu erlernen. Und zwar, ich sage halt mal, die eine Hand so und die andere Hand so. Und jetzt tauchst du, also in diesem Fall tauche ich mit der linken Hand und dem rechten Handgelenk her. Da. So, das wäre eine gute Übung für den weißen Affen. Und der weiße Affe musste die Übung ja auch lernen. Der hatte einen Trainer. Und der Trainer, der hat ihm beigebracht, die goldenen Pfirsiche zu servieren. So, das ist die eine Richtung. Und jetzt kommt die andere Richtung. Diesmal taucht diese Hand unter dem anderen Handgelenk her. Das sieht dann so aus. Hier können wir uns, hier können wir gut nachempfinden, dass die Übungen auch aus Betrachtung des Sternenhimmels entstanden sind. Gut, ja, und dann haben wir noch die Möglichkeit, einfach mit der Bewegung zu spielen. Schaut. Das ist jetzt ein weiterer Rahmen. Das ist an und für sich das Gleiche. Es ist bloß ein weiterer Rahmen. So, ich gehe jetzt mal in den kleinen Rahmen und da sind wir da bei dem Original weißen Affen. Und zwar kommen wir dann so rein. Schaut. Gut, und dann darf man das Üben an dieser Übung nicht übertreiben, sonst hat man nämlich schnell die Faxen Schulterprobleme. dicke. Gut, Schulter und nachspüren. Rücken. So, spürt man nach. Also für mich hat sich das schon ausgezahlt. Ich habe jetzt hier ein bärenstarkes Energiegefühl gekriegt. Aber dieser dritte Teil hat noch eine weitere Übung. Das ist die letzte für diesen Part. Und zwar ist das das Kreisen der Schultern. Und zwar, wir müssen wissen jetzt, was für jeden dort, wo ihr steht beim Üben, vorn und hinten ist. Und dementsprechend erstmal testen, ja, bei mir reicht der Platz aus nach hinten. Gut, okay. Mal die andere Seite testen. Gut, okay. Also, dann fangen wir mal an. Für mich ist jetzt dort vorn und dort hinten und ich drehe jetzt mal den Körper, ohne die Position der Füße zu verändern, nach rechts. Gut. Und die linke Hand habe ich vorn, den linken Arm habe ich vorn, rechten Arm habe ich hinten. Gut. Und jetzt kreise ich mit den Händen nach oben, nach hinten, nach unten, nach oben, nach hinten, nach unten, nach vorn. Und ein drittes Mal. Und jetzt senke ich. So, jetzt drehe ich mich. Okay. Und wir schauen nach vorn. Ja, gut. Hoch, zurück, nach unten, nach vorn. Hoch, zurück, nach unten, nach vorn. Drittes Mal. Hoch, zurück, nach unten, nach vorn. Und senken. Gut. Drehen. Und. Eins, zwei, drei, senken. Und eins, zwei, drei, senken. Und eins, zwei, drei, senken.
Und 1, 2, 3, sing. Elena, zähl du mal. Und? 1, 2, 3. Senke. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Super. Gut. Und damit sind wir beim Ende des dritten Teils. Und spürt nach, denn ihr sollt euch jedes Mal versichern, dass sich das Üben von Mal zu Mal besser auszahlt.